Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Outer Worlds. So, na gut, dann erkunden wir jetzt mal das neue Gebiet hier auf Terra 2. Roseway? Ich glaube schon. Wir haben keine Munition mehr für unsere leichte Maschinengewehrpistole. Das finde ich echt ziemlich schade. Da muss ich fast mal schauen, für was haben wir noch Munition? Ich meine, Nahkampf verbraucht keine Munition, ne? Das habe ich clever investigiert. Aber ich sollte vielleicht mal so ein Sturmgewehrchen... Was ist denn hier? Taktische Schrotflinte, nein. Aha, Plasmagewehr mit 71 Schaden. Verbraucht Energie. Davon habe ich viel. Das sollte ich mal vielleicht nehmen. Und das Snarfersnitzengewehr und den Flumbum können wir auch benutzen. Okay, cool. Energiewaffen können aufgeladen werden. Halte die Angriffstaste gedrückt. Oh, das ist wie bei Mega Man. Cool. Mega Man ist cool. Bam. Die brennen auch noch. Guck mal. Das finde ich jetzt... Was ist los? Das finde ich jetzt schon auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das gefällt mir irgendwie. Auch die schwebenden Aschehäufchen haben was. Haben einen gewissen Style. Oh! Gabelstapler, Gabelstapler, stapelt die Gabeln. Ist eigentlich schon komisch. Da baut man super riesige, teure Geräte, nur damit die Gabel stapeln. Ist das wirklich so wichtig? Müssen wirklich ständig so viele Gabeln gestapelt werden, dass man dafür extra in jedem Betrieb hunderte von Gabelstaplern braucht? Ich verstehe das nicht. Es wird kalt. Es ist die kalte Jahreszeit, die Kuscheljahreszeit. Ich habe deswegen übrigens heute Zuschauer, die schon länger dabei sind, würde es freuen. Könnt ihr es hören? Ich habe Knarzi wieder ausgepackt. Der Bürostuhl ist in die Ecke gewandert. Und ich sitze jetzt wieder hier im guten alten Knarzi-Sessel. Mit Decke auf dem Schoß und gemütlich gechillt. Und komm kaum noch an die Maus ran, ohne dass ich gegen das Mikrofon stoße. Wie sich das gehört. Ich sitze jetzt auch ein bisschen weiter vom Bildschirm weg. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe jetzt mehr Übersicht und sie mehr. Dafür weiß ich nicht, ob ich Text noch lesen kann. Aber mal ehrlich, konnte ich den Text jemals lesen? Rüstung reduziert den... Ja, perfekt. Was will man mehr? Beim Schleichen zeigt dir dein Hut. Nee, Quatsch, es funktioniert wunderbar. Fortschrittlicher Schutzhelm. Clio-Labor-Büroschlüsselkarte. Na, das könnte nützlich werden. Das klingt nach was, das nützlich werden könnte. Muss ich wirklich erstmal eine Zeit lang andere Waffen benutzen, damit ich wieder ein bisschen leichte Munition ergrinde. Würde ich sagen. Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Bit-Modulen? Sind das so Speicher wie Kreditkarten, die jeder mit sich rumträgt und da ist eine gewisse Währung drauf? Und wenn man welche findet, lädt man die von dem einen Modul auf die andere oder hat jeder Millionen von diesen riesigen, sperrigen, viereckigen Bit-Modulen in seiner Hosentasche? Das wäre doch irgendwie bescheuert. Sicherheitsrelevante Situation. Alle Angestellten melden sich bitte an ihren zugewiesenen Arbeitsplätzen. Verdächtige Aktivitäten sind den nächsten Anlagensicherheitsingenieur mitzuteilen. Keine Lust mehr auf juckende Verätzung? Probier Anti-Cleos hochwertige Feuchtigkeitscreme mit Borstduft. Aufzugsabriegelung, Korridortür.
Korridortür entriegelt. Gemäß Protokoll wird der Zutritt unberechtigter Personen in den Aufzeichnungen von Abteilung Crane A vermerkt. Nachrichten. Die erste Nachricht von Porter R. Wir brauchen einen neuen Code für die Waffenkammer in der Lagereinheit. Nimm was Komplizierteres, damit Orson nicht wieder reinschleicht. Orson hört ein U. Und schreib ihn diesmal nicht auf. Nütze dein Hirn. Porter, jetzt müssen wir das Hirn von irgendjemanden finden, weil da der Code drin steht wahrscheinlich. Der hat das mit dem nutze dein Hirn. Entweder hat er ein Stück von seinem Hirn als Stift benutzt, so rausgepopelt durch die Nase und dann aufgeschrieben, oder er hat es in sein Hirn geritzt. Eins von beiden wahrscheinlich. Von Martinez J. Wie wär's damit in dieser Reihenfolge? Dein Geburtsmonat 1, unsere Wachrotation pro Stunde 2, die Zahl der Unfälle in dieser dämlichen Kultverarbeitungseinheit in diesem Monat 3, die Höchstzahl an Millilitern Reptodenverdauungssäure, die ein Mensch einnehmen kann, bevor es tödlich wird, 4. Klingt gut, danke. Oh Gott, müssen wir jetzt diese Information finden? Das Geburtsmonat von Porter, die Wachrotationen pro Stunde, die Zahl der Unfälle mit dem dämlichen Kulturverarbeitungseinheiten-Ding und die Milliliter von Raptodenverdauungssäure, die ein Mensch aufnehmen kann. Na, schauen wir mal, ob wir auf die Information stoßen. Ich schätze mal, die Tür habe ich jetzt entriegelt, genau. Ich gehe mal hier in den Verkaufsautomaten. Vielleicht verkaufen die erstens leichte Munition. Ist das leichte? Ja, leichte Munition. Kaufe ich alle 50. Dietriche kann man immer brauchen. Ehrlich gesagt brauche ich, glaube ich, keine Überbrückungskontakte. Aber ich kaufe noch ein paar. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Und gesamten Schrott können wir noch verkaufen. Okay. Jetzt gehen wir erstmal durch die beiden Türen, die nicht verschlossen waren. Schauen uns hier mal um. Hey, look. My kind of door. Okay, während ich auflade, kann ich nicht looten. Oh, benutzt jetzt den experimentellen Superhammer? Nee. Quatsch. Ich habe die mit ihren experimentellen Waffen gar nicht dabei. Gut, dann gehen wir noch mal kurz zurück, weil ich muss noch ein bisschen was plündern. Tütüt. Ach, dich hätte ich jetzt gerade ganz übersehen. Plünderer. Sind die Plünderer hier den Robotern zum Opfer gefallen? Wahrscheinlich, oder? Manchmal verschwindet das Menü, das Plündermenü, und dann kann man nicht mehr plündern. Und die Elektro-Dietriche sehen irgendwie aus wie Minen. Ich meine immer, ich explodiere gleich. Oh, so viel Mods und Zeugs. Mensch, ich muss mich irgendwann mal wieder ordentlich um unser Inventar kümmern. Die Idee, dass ich unserem Begleiter nichts anziehe, damit sie ihr Originalkleidungsstücke, Zeug behalten, das ist doch nicht gut. Ich meine, nee. Nee, aber auf dem Schiff werde ich einschalten. Das ist ein bisschen nervig, aber ich werde es, glaube ich, machen. Ich werde immer in die... Oh! Ich werde wirklich immer in die Optionen gehen. Und auf dem Schiff einstellen, dass Begleiter keine Helme tragen, weil das finde ich irgendwie ein bisschen doof, dass die in voller Kampfmontur mit Helmen auf dem Schiff rumlaufen. Das macht ja auch keinen Sinn. Die sollten auf ihren Schiffen in Privatkleidung rumlaufen, weil immerhin... Ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie lange man tatsächlich auf diesem Schiff verbringt. Also... So von Lore her, wie lange braucht denn unser Schiff von Planet zu Planet?
Wer weiß. Aber das sollte theoretisch jetzt schon, also nicht über Nacht gehen. Was haben wir denn hier gefunden? Ein Plasmawerfer. Ist das im Grunde eine Energie... What? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Das wollte ich außerdem gar nicht. Ist das ein Energiegranatenwerfer quasi? Ja, genau. Ich weiß es nicht. Kein Fan. Warum führt denn hier ein Missionsziel hin? Ach, da geht's wieder raus. Da komme ich wahrscheinlich auf irgendeinem Balkon oder so. Das lassen wir mal. So, jetzt schaue ich mal kurz in unser Inventar. Wir haben doch irgendeinen verbesserten, fortschrittlicher Helm mit 26 Rüstung. Das ist besser als der, den wir jetzt haben und leicht anders gefärbt. Müssen wir mal unsere Begleiter, glaube ich, auch anschauen. Der hat jetzt... Die hat irgendwie voll die gute Rüstung, besser als meine. Braucht aber einen anderen Helm. Und Felix. Felix. Ist eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Der kriegt aber auch das da. Ja, es passt schon. Sicherheitsrelevante Situation. Alle Angestellten, bla bla bla, das kennen wir schon, oder? Vielleicht. Moment mal kurz. Ich muss kurz das Mikrofon verstellen. Es wandert schon wieder heimlich immer weiter nach unten. So. Test zur rapiden Flüssigkeitsentnahme. Erstens Ziel, zweitens Versuchsaufbau, drittens Ergebnis. Test zur rapiden Flüssigkeitseinnahme. Ziele. Ziel? Bestimmung der maximalen Menge von Reptidenverdauungssaft, die von Menschen gefahrlos eingenommen werden können. Das ist eine der Zahlen, die wir brauchen. Versuchsaufbau. Vorgeschlagener Versuchsaufbau. Zugabe langsam erhöhter Menge von Reptidenverdauungssäure zu den Abendmahlzeiten. Zufällig ausgewählter Angestellter und Beobachtung ihrer allgemeinen Gesundheit. Test zur rapiden Flüssigkeitsentnahme. Ergebnis: 1 Milliliter leichte Magenschmerzen, 2 Milliliter leichte Magenschmerzen, 3 Milliliter starke Magenschmerzen, überwältigende Übelkeit, teilweise Erbrechen, möglicherweise gefahrenträchtig am Arbeitsplatz, 4 Milliliter zeitweise Erblindung, häufiges Erbrechen, Subjekt nicht zur Beschreibung der Schmerzen in der Lage, gefahrenträchtig. 5 Milliliter, Symptombeschreibung nicht möglich. Subjekt scheint verschied binnen einiger Stunden. Also 4 Milliliter. Also 4. Wird das irgendwo protokolliert eigentlich? Haben wir da irgendwie ein Tagebuch? Oder muss ich das aufschreiben? Vielleicht sollte ich das irgendwo aufschreiben. 4 Milliliter. Ich meine, ich hab's ziemlich sicher im Kodex, im Tagebuch, ne? Bestimmt. Protokolle. Nö. Nicht mal. Na super. Was ist denn dann hier neu? Irgendwas mit Kampf. Medizinischer Notfallinhalator.
Deine Lebensenergie ist niedrig. Danke für den tollen Tutorial-Tipp. Na gut, ich mache hier mal ein Textdokument schnell auf. Am Rechner. Moment. Textdokument. Und schreib mal XX4X, oder? Geburtsdatum, Sicherheitslücken, Unfälle, Millimeter, die man einnehmen kann. Und was war das vierte? Weiß ich schon nicht mehr. Na super. Aber gut. Warum wurden mir denn gerade Gegner angezeigt hier? Jetzt mach halt die Tür auf. Warum ist denn meine Optik so komisch blurry auf einmal? Was ist denn passiert? Haben wir irgendwas? Wir sind benommen und überladen. Na super, überladen auch noch. Ah, hier haben wir einen Terminal. Mal schauen, ob wir da die nächste Zahl finden. Ich weiß noch nicht mal für was, aber für irgendwas Wichtiges. Erstens Nachrichten. Okay, erstens von Volkova. An alle. Mir geht es auf die Nerven, ständig Knochenreste aus den Verarbeitungseinheiten rauszufischen. Das ist jetzt schon das dritte Mal diesen Monat. Der nächste, dessen Hand in diese verdammte Maschine... Oh Gott. Der nächste, dessen Hand in dieser verdammten Maschine hängen bleibt, bekommt eine Verwarnung. Oh Gott, das ist schon... Oh Gott, das ist schon fast nicht mehr lustig. Hey Mascha, nur so zur Info. Im Labor muss mal wieder sauber gemacht werden. Weitergeleitet von Kari A. Diese verfluchte Kulturverarbeitungseinheit hat uns noch einen Finger gekostet. Ich beantrage formell die Installation einer neuen Sicherheitsvorrichtung. Das war schon das dritte Mal diesen Monat, ne? Das war, glaube ich, die Zahl, die wir brauchen. Unfälle bei der Kulturmaschine. 3. So, wenn jetzt der Ande, bis jetzt ist das Passwort, wenn ich mich nicht in der Reihenfolge täusche, X34X. Wenn jetzt der andere im Februar irgendwie Geburtstag hat oder so und das Passwort ist 2345 oder so, dann wäre das echt lustig. Weil von wegen, wir brauchen ein komplexeres, komplizierteres Passwort. Okay, nehmen wir die Zahl von da und die Zahl von da und dann kommt irgendwie 2345 raus. Das wäre lustig. Alle Angestellten, bla bla bla, Nachrichten von Crane A. Porter, laut meinen Aufzeichnungen ist der 23. Januar dein Geburtstag. Gemäß Protokoll darfst du daher eine, in Klammern eine, 10 Minuten Pause zwischen deinen normalen Patrouilleschichten um 3 Uhr und 4 Uhr einlegen. Ich hoffe, du kannst an deinem Ehrentag die frische Luft von Terra 2 genießen, die Auntie Cleo großzügig zur Verfügung stellt. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Crane. Okay, Januar. 1. Jetzt muss ich leider echt nochmal kurz ins Erdgeschoss runterrennen. Runterrennen ist gut, weil ich nichts mehr tragen kann. Aber da war ja auch ein Verkaufsautomat. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen was loswerden. Also mit Sicherheit sogar. So lahmarschig. Sag mal, wie weit war denn das bis in die Lobby? Das ist ja unglaublich. Sind wir da echt so lang gelaufen schon? Ich denke mir die ganze Zeit, okay, aber jetzt sind wir da. Okay, aber jetzt sind wir da. Und nie sind wir da.
Aber jetzt sind wir wirklich da. So, komm mal her, Handelsautomat. Ich muss mal was verkaufen. Und zwar Waffen. Ich behalte wieder nur eine von jeder Art. Taktische Schrotflinte von Hammersmith. Hm. Das dürfte schon helfen. Dann schauen wir hier mal noch. Na, die sind tatsächlich unterschiedliche. Fortschrittliche und Elite. Nur dann gebe ich die auf, wenn es geht. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz ins Protokoll schauen. Nachrichten. Die hier war es. Geburtsmonat. Ah, Wachrotation pro Stunde. Okay. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Passwort wirklich 1234 ist. Und dahinter die Zahlen sind nicht die Reihenfolge, sondern die Zahlen wirklich. Weil er hat im Januar Geburtstag. Wir haben 3 Unfälle pro Monat. Ja, da steht schon das Passwort. 1234 ist das Passwort. Das ist nicht die Reihenfolge. Okay, wartet. Aber wenn ich schon hier bin, für was eigentlich genau das Passwort? Code für die Waffenkammer. Oh yeah, okay. Finde ich hier die experimentelle Waffe von Terra 2 von Roseway. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen umschauen hier. Ach so, das ist der Durchgang. Okay, ich verstehe. Ich dachte irgendwas mit Aufzug, aber okay. Ach, warte mal, das ist ein Rundgang. Hier geht's gar nicht mehr weiter. Hier kommt man wieder runter. Ach so, ja dann. Waren wir hier eh schon fertig, quasi. So, so. Hm. Ah, hier ist eine verschlossene Tür. Wait, I know you. You're responsible for the Emerald Vale fiasco. How the hell did you get in here? Also erst habe ich die Raptors erschossen und dann bin ich die Treppe heraufgekommen und dann. No, not. I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. How'd you get in? Oh, Anton hat mich geschickt, dich zu holen. Oder? Ja, okay. Can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Du bist genervt, weil er mich geschickt hat, um dich zu retten? Please. That man doesn't have an altruistic bone in his body. I just happen to have the metabolic precursors from our last test. I'd wager my last bit that if you brought back the precursors and left me for dead, Anton wouldn't bat an eye. Naja, also. Dann testen wir deine Theorie und gib mir diesen Vorläufer. What? No. Come on. There's no call for that. If the way's clear, I'll head on back. Na gut, pass auf dich auf. Okay, James gerettet, so nebenbei eher. Aber ich bin jetzt vor allem an der Waffenkammer interessiert, muss ich sagen. Aber für heute ist leider auch schon wieder Schluss, Leute. Morgen machen wir genau hier an der Stelle weiter.
Warte mal, was ist das da? Ach so. Macht's gut. Bis dann. Ciao.